Kennen Sie das? Wenn Sie sich im Kino einen Film ansehen? Sie fiebern mit fremden Menschen mit, die versuchen, dem Tod zu entgehen. Sie sitzen vor der Leinwand und hoffen, dass erfundene, ausgedachte Figuren nicht untergehen. Aber selber gehen sie unter. Wollen Sie sich Marilyn nicht ansehen? Sie hat es doch nicht selbst getan, oder? Das würde sie doch niemals tun, sie ist doch meine Schwester. Ich glaube, so richtig besorgt war Marilyn nie. Die hat sich höchstens Sorgen gemacht, wenn zu wenig Wolken am Himmel waren. Deine Eltern? Wo sind die eigentlich? Ich weiß nicht. Irgendwo in Südamerika. Wir sind schon lange allein. Und Marilyn, hatte die irgendwelche Freunde? Vielleicht aus der Schule, die man fragen könnte? Was wollen Sie denn noch alles wissen? Diese ganze Befragung, das bringt doch nichts. Ja, Entschuldigung, ich versuche mir nur ein Bild zu machen. Sie sollen nicht puzzeln, sondern diesen beschissenen Mörder finden. Das mache ich auch. Sobald ich weiß, was für Menschen im Haus waren. Ah, Sie übernehmen diesen Fall? Wer denn sonst? Er ist doch der Polizist. Und auch in diesem Haus. Ist doch genauso verdächtig wie wir alle hier. Blut. Sie hat sich gewehrt. Die Wunden müssen wir untersuchen. Sie sollten dafür sorgen, dass niemand das Haus verlässt, bis wir herausgefunden haben, wer das getan hat. Gibt es denn schon Verdächtige? Dieser, wie hieß er gleich, Marco. Haben Sie den eigentlich schon befragt? Seit die Neuen eingezogen sind, da ist was anders. Wir waren ein Trinken. Wo? In der Stadt. Wo da? In einer Bar. Geht's vielleicht etwas genauer? Nö. Wie können Sie nur so herzlos sein? Dafür kann es doch nur einen einzigen Grund geben. Nämlich, dass Sie der Mörder sind. Sie werden abgehen in den Knast und Gefängnisse. Ich schwöre noch, ich kriege Sie. Und dann werde ich dabei zugucken, wie Sie im Knast verrecken. Warum schnüffelt Mr. Inkompetent und unterbrochen in unserem Leben herum, während er als einziger unbehelligt bleibt? Ne? Was ist, wenn der Mörder noch mal zuschlägt, ne? Hast du dir das mal überlegt? Wenn ich der Mörder wäre, nicht. Ich weiß es, wer es war. Warum hört mir denn keiner zu? Ich weiß, wer Marilyn umgebracht hat. Du kommst hier nicht weg nach all, was ich für dich getan habe. In diesem Haus wimmelt es doch nur so von alten, verwirrten Männern und obszönen Wohngemeinschaften. Da war Marilyn nur die Spitze des Eisbergs. Wo warst du denn gestern Abend? Wann? Gestern Abend, als Marilyn umgebracht wurde. Du brauchst gar nicht zu sagen, ich weiß, wo du warst. Ist auf dem Dachboden gewesen. Ja, er war hier. Was ist denn das? Das ist alles meine Schuld. Sie hat bei mir geklingelt. Und ich habe mich aufgemacht, weil ich ein Bild für sie gemalt habe. Ich war in Gedanken. Ich wollte sie dann später doch holen. Und dann hing dieses Foto mit Marilyns Hilferuf an der Tür. Sie hat Hilfe gebraucht. Und ich kam zu spät. Nur wegen diesem Scheißbild. Warum? Ihr habt keine Ahnung, wie es war zwischen uns. Ihr wisst gar nichts. Das wissen nur Marilyn und ich. Ich muss mir doch keine Sorgen um dich machen, oder? Das Leben ist unendlich schön. Seien Sie doch ganz still. Sie haben doch Ihre Miete nie gezahlt. Und einen Job haben Sie auch nicht. Sie machen doch ständig alles falsch. Und auf Ihre Schwester konnten Sie auch nicht aufpassen. Nun haben wir alle einander beschuldigt. Und wir alle haben unsere Geschichte erzählt. Und wer hat sie nun getötet? Es geht um das Vertrauen. Das Vertrauen, das ein Haus schützt, ob Villa, Mietshaus oder Gefängnis. Es ist ja nicht das Dach, das aus unserem Haus ein Zuhause macht. Es sind die Menschen, die dort leben. Ach, Marilyn, du machst dir viel zu viele Sorgen.
Weißt du, es ist das Leben, das schwer ist. Sterben ist einfach.